Sekunden. Alter! Wir müssen unsere Hand leben halten, damit man den Größenvergleich hat. Im Video sieht man sonst den Größenvergleich nicht. Ja, also, das Ding nennt sich. Nennt sich jetzt Kurbeltrieb, offener Kurbeltrieb. Du hältst ja nur so. Wie man ja sieht, Kolben, 250 mm Durchmesser. Ein bisschen größer wie der Lanz. Der Lanz hat nur 220. Das sind halt Anfängermaschinen. Ja, ordentliches Bläuel. Bläuellager hat 125 mm Maß. Recht kräftig gebaut. Jedes Gegengewicht hier hat 43 Kilo. Und wenn man das ganze Graffel jetzt mal hier dreht, wie so ein Hamster. Ja, aber wir sind reinschauen. Also bitte nirgendwo jemanden einen Finger reinhalten, das hält nicht an. Also man sieht schon, was das für Dimensionen sind, was da für Massen sich bewegen. Die Besonderheit an dem Ding, oder was mich eigentlich am meisten fasziniert, ist die Schmierung. Zwar sind da innen drin Gleitlauche, und die haben so einen Läuferring, und der läuft immer im Öl und schleppt sich das Öl wieder hoch, und das Gleitlauche hat so eine Sammeltasche, wo das reinläuft, und dann schwimmt quasi die Welle im Betrieb auf diesen Ölfilm. Ja? Und das ist ja das Beste für diese Laucher, wenn das Ding immer konstant einmal anläuft und möglichst lang durchläuft, weil dann läuft es immer zentriert in diesem Ölfilm. Der wird nicht hochgepumpt. Ja. Nee. Weil bei neuen anderen, später hat man ja separate Ölpumpe gehabt. Dass du vorpumpen kannst. Das kannst du am anderen Motor machen. Wie gesagt, die sieht man, wenn man Glück hat, auch durch den Loch. Da kann man jeden einzelnen Schmierring sehen. Aber interessant ist trotzdem die Schmieranlage, die Schmierölpumpe eigentlich. Das ist das kleine Highlight. Kann man hier aufschrauben und dann sieht man, dass durch jede Leitung Öl durchgepumpt wird. Und eben hier die Königswelle, so schimpft sich das Ding. Über hier über den Exzenter treibt es die Ratsche an. Und dann kommen hier, wenn man pumpt und wenn sich das bewegt, kommen hier einzelne Tropfen Öl an. Das sieht man da von da vorne in der Kamera. Und das pumpt dabei. Das macht eben weiter rum. Ja, kommen hier einzelne Tropfen. Und die werden dann. Ah, die tröpfelt jetzt in eine Leitung rein, ja? Ne, da sind Stößelpumpen drin und die schieben das quasi in die Leitung. Ja. Und das schiebt sich dann hier rein, durchs Gehäuse, auf den Ölring, auf den Schleuderring. Mhm. Da drin sammelt sich das. Und wenn wir jetzt die Schwungmasse nochmal weiter drehen, in der hinteren Bewegung ist die Kurbelwelle hier gebohrt und schmiert quasi das untere Lauche durch die Fliehkraft. Das Öl drückt es ja nach außen. Mhm. Ja, und dann schmiert es das Bläulauche dadurch. Und alles, was dann an Öl versudelt wird, liegt unten in dem Troch und kann dann da hinten wieder abgelassen werden. Und das hat man halt an jeder Schmiereinheit. Die Bohrung, wo da reingeht, die geht auf die Laufbuchse durch den Wasserkasten. Die Laufbuchse ist mit 4 mm gebohrt. Hat da quasi ein Loch drin. Da geht dann das Öl rein, tropft auf den Kolben. Der Kolben hat eine kleine Sammeltasche, wo das Öl sich dann erstmal drin sammelt. Diese Sammeltasche geht weiter auf den Kolbenbolzen, schmiert den Kolbenbolzen. Von da aus geht auch wieder eine Bohrung, eine Öffnung runter, dass der Kolben auf den Ölfilm hin und her läuft. Und danach, wenn das die ganzen Schmierstellen durch hat, kommt es an dem Hahn theoretisch wieder raus. Wichtig ist bei dem Ding, da drin ist eine Kugel. Wenn du die Kompressionsenergie hast, würde das sonst das Öl wieder zurückdrücken. Mhm. Eine Kugel und eine Feder. Und das, ein Rückschlauchventil quasi. Und das hat beim Auseinanderbauen hat es schon gefehlt. Kann natürlich mal im Eifer des Gefechts irgendein Monteur runtergefallen sein, der nächste findet es nicht. Und dann ja, hast du halt die Kacke am Dampfen. Genauso geht es jetzt vor und schmiert nochmal den ganzen Ventiltrieb, die andere Leitung. Aber der Ölapparat an für sich ist eigentlich schon ein eigenes Patent, kann man auch da lesen. Ja, was soll ich das jetzt auch? Du hast hier hängende Ventile, Einlassventil hier oben, Auslassventil da unten und hast zum Luftstart noch ein drittes Ventil.
In der Luftstadt funktioniert ja eigentlich so, dass du jedes Mal, wenn er den eigentlichen Verdichtungstakt hätte, dass Ein- und Auslassventil zu ist, dass du dann über den dritten Ventil mit Druck den Kolben nach unten schiebst, dass du Schwung in die Maschine reinkriegst. Und wenn du dann genug Schwung aufgespeichert hast, dann schaltest du den Hebel auf Betrieb, dann hört das Luftstartventil auf, Luft reinzulassen, und dann kommt ganz normal Kompression und durch die erste Zündung, und dann läuft er eigentlich. So muss er dann anspringen. Und das wird er auch machen. Ja, hat eine Hilfseinspritzdüse zum Starten. Die ist mit 0,5 mm gebohrt. Wird hier geschaltet, macht man nur zum Starten, bis er auf Drehzahl läuft, und dann schaltet man auf die Hauptdüse um. Die hat eine 0,8er Bohrung und spritzt mit 80 Bar ein. Eigentlich relativ einfache Technik. Um die Druckluftstartflasche wieder zu starten, kommt man wahlweise einen Kompressor damals dazu kaufen. Oder man hat eben Kompressionsenergie hier drüben abzwacken können, hat er hier das sogenannte Druckluft-Ladeventil aufgemacht. Dann hat man während dem laufenden Betrieb das so weit aufgedreht, dass sich die Kompressionsluft in die Flasche gedrückt hat. Das durfte man nur eine gewisse Zeit lang machen und halt nur so, dass der Motor ordentlich läuft und stoßfrei arbeitet. Der erfahrene Maschinist, ich meine, so ein Ding waren eigentlich ein oder zwei Mann eingelernt, die haben das Ding ihr Leben lang bedient oder so lange, wie sie da gearbeitet haben, weil die Maschine da war. Dementsprechend gut sind sie eigentlich auch gepflegt worden, weil nicht dauernd irgendwelche anderen Leute dran waren. Ja, zum Starten kann man noch einen Zündfix reinmachen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Luftfilter. Zum Starten muss man natürlich den Motor auf die richtige Stellung bringen. Das muss man eben machen, wenn die Ventile zu sind. Okay. Also stehen wir drin. Das lassen wir ein. Ankurbeln ist nicht, ne? Kriegst du auch nicht hin, oder? Bei dem nicht. Die kleineren Modelle kannst du tatsächlich ankurbeln, eine Nummer kleiner. Aber ich möchte es nicht machen müssen. Ich nicht, bin ich zu schwach gebaut. Das ist jetzt quasi das Luftladeventil. Darüber strömt dann über die Flasche eigentlich Druckluft rein. Die Flasche haben wir nicht, wir starten über einen Kompressor und einen dicken Schlauch. Ja, funktioniert. So viel zur Theorie. Jetzt schmeißen wir den Kompressor an, lassen den aufladen, bauen hinten den Schutz wieder drauf, dass nichts passiert, und dann starten wir. Ne? Drehungen machen, dass er mehr Glück kriegt, schnell im Handbuch, 7-8 Drehungen, dass die Schmierstellen am Anfang besser besorgt sind. Weil jetzt läuft der quasi trocken an. Pflichtbewusst habe ich natürlich jetzt alles abgeschmiert. Ja. Der Kompressor, würde ich jetzt sagen, drüben ausschaltet, schalten wir hier an. Es wird kurz laut, nicht erschrecken. Es hüpft auch ein kleines bisschen. Mach mir die Kinder auf. Das knallt gleich, richtig toll. Da hoffen wir doch. Ja? Ach, warte. Ah. Ah. Thank you.
Total krank. Total krank, oder? Ja. Oh, so ein geiler Typ, ey. Wenn wir euch geht, noch wieder einer abgefallen, ne? Büchschen ist feucht, oder? Seid ihr schon beim René alle Beine runter? Ja, etwas. Oh, der ist fest, oder? Nee, der ist nicht fest. Ich hab Männerbänder, kann nicht passieren. Ja, ich hab drei Schlüppis an. Ach so, okay. Meine Fresse, ey. Also muss man tatsächlich wieder leider steigen, wenn man da oben sieht. Ja, es ist halt alles groß. Es ist alles. Hier, Schlüsselweite 42 oder so. Und die anderen. Boah, alles saugend, ne? Saugend. Der hat selber so gesehen wie der andere. Wahnsinn. Aber ich vermute, dass das ja hier, weil ich.